Grüß euch, Fahrgreif 4 am Start. Jo, weiter geht's einmal wieder. Muss mich einmal kurz orientieren. Ah jo. Das letzte Mal, genau, das letzte Mal habe ich mir da die ganzen Außenposten geholt. Ich erinnere mich schon wieder, es ist schon wieder Zeitl her. Glockentürmchen war da interessant, dann hätten wir da mal ein bisschen mehr sehen. Außenposten gibt es nicht mehr viel und da hätten wir die nächste Mission. Das Ganze ist ja jetzt schon relativ zart, weil die Außenposten werden auch immer schwieriger. Und was ich jetzt einmal als allererster her schauen möchte, ist einmal der Fortschritt. Und zwar, man sieht, 25 von 32 Kampagnenmissionen sind schon erledigt. Also es geht jetzt schon langsam, denke ich einmal, dem Ende zu. Es gibt noch 2 Festungen, 6 Außenposten, 5 Glockentürme. Ja, ergibt eine Menge. Das war ja das, was ich eigentlich am Anfang nicht machen wollte. So ein langes, zaches Projekt wieder starten. Jetzt ist es trotzdem wieder so lang und so zach geworden. Ärgerlich für mich ist, dass mittlerweile eine ganze Menge anderer Leibwander Spiele rausgekommen sind und ich einfach die Zeit nicht habe, dass ich die parallel auch noch mache. Darum spielen wir das jetzt zu Ende. Ich hoffe, dass das jetzt doch schon schön langsam dem Ende zugeht und einmal zu einem Ende kommt. Weil es ist dann so, wenn ich dann spiele, ich möchte dann schon nicht nur einfach durchrennen und ich möchte mir das Spiel dann schon ausschauen auch. Jetzt schauen wir mal, wo der Glockenturm ist. Schon wieder Geiseln da unten. Das Leibwander ist, es ist ja wirklich ein sauklasses Gespiel. Nicht nur, dass es sehr, sehr umfangreich ist, ist es ja auch. So, denkt, das war's. Die Geisel habe ich gerettet. Ja, schaut gut aus. Kann ich den noch befreien auch? Ja. Da bin ich, hinter dir. Ja. Egal. Was ist Gnade, Trottel? Bist du schon befreit? Also, buddelst den Sch. Ja, renn, komm. Die KI hat so einen Boscher manchmal, das ist phänomenal. Ja, gehört dazu. Nein, was ich sagen wollte, also dieser. Erstens einmal der Umfang des Spieles, die Detailtreue. Dann, wie das alles zusammenspielt, ich hoffe, der rennt nicht über die Brücken, der Bär. Der kommt über die Brücken. So. Rot noch. Es hat alles, was man in den Spiel macht, hat nämlich Auswirkungen. Ne? Aber vielleicht mehr dazu später. Ich habe das letzte Mal angekündigt, dass ich ein bisschen geldgeil bin zurzeit in dem Spiel. Weil ich mal einiges anschauen möchte. Dazu muss ich mal schauen, wie viel Geld ich wirklich habe. Ja. Ja, jetzt machen wir zuerst einmal den Glockenturm und dann zeige ich euch das wahrscheinlich, was ich da noch herzeigen möchte. Wo ist denn jetzt der blöde Turm? Da drüben, 240 Meter. Geht das mit dem Wingsuit? Müsste das doch eigentlich gehen. Jawohl, dass wir da ein bisschen Gas geben. Jawohl, und da machen wir eine schöne Punktlandung. Genau, so gehört das. Adler! Jetzt schauen wir mal da, wo sind da die Typen? Wen muss ich mir erst wieder an die Steuerung? Das ist jedes Mal bei jeder neuen Aufnahmerunde das gleiche. Was ist denn da jetzt schon wieder? Welches dämliche Viech hat mich denn da jetzt wieder attackiert? War ja ein Viech, oder? Geschossen hat keiner. Bär schon wieder? Da steht er. Ja leider, dich muss ich auch wieder, weil du stellst mir einfach den Weg, Bär. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Bären, ich finde das faszinierende Viecher. Und ich stehe voll auf Bären, obwohl es keine Kuschelviecher sind. Aber einfach mächtige, beeindruckende Viecher. Aber in dem Spiel da, genau diese
KI-Bären, die gehen mir fürchterlich am Senkel. Und deshalb tue ich die einfach so, mir nix, dir nix. Oh, Krageln. Das würde ich in echt nie tun. Schau, den haben sie schon. Da steht einer. Da steht einer. Da stand einer. So, mal schauen, dass wir die anderen auch noch kriegen. Da hängen. Hab ich ja noch einen Reden gehört. Wo ist er? Ja, wo bist denn, Trottel? Zeig dir einmal, hä? Der da. Also auch gegen die Typen sind die Bolzen sehr, sehr effizient, bin ich drauf gekommen. Ja, vor allem Dingen, man kriegt die Muni wieder. Und ich glaube, 5 oder 6 Bolzen strecken auch so ein Haverer da ziemlich nieder, da nieder. Die Quatscherei da oben nervt auch schon wieder. Ein Adler! So, ich bin schon wieder mal Schausagert. Also, ich schaue mir ja das natürlich immer an, weil ich muss ja schneiden und alles, ja. Und es ist dann immer erschreckend, wirklich. Wenn man sieht, wie Schausagert ich eigentlich in dem Gespiel teilweise bin, dass ich ja wirklich Sachen teilweise vor der Nase habe und das überhaupt nicht sehe. Also das letzte Mal, wie ich die Longinus-Mission gesucht habe, ist mir das aufgefallen, dass ich da über die Karte drüber gefahren bin und gesagt, sorry Leute, es ist kein Longinus da. Ja, und dann ist der, bin ich mit genau drüber gewesen in dem Moment. Also ich weiß, da denkt man sich, mein Gott, na, was ist denn das für ein schassaugerter Typ? Aber das passiert einfach. Irgendwie schaffe ich das dann immer, dass mir das passiert. Von da bin ich doch gekommen, oder? Ist das da außen? Habe ich das richtig gesehen? Ist der Haken da außen? Die Türme werden auch immer gefinkelt, ja? Habe ich eh schon mal gesagt. Oh, geht's weiter, hätte ich einmal sagen, ne? Jawohl. Den letzten Turm, den ich gemacht habe, also den ersten im Norden, da bin ich dann, ich schaue ja dann immer natürlich, wenn ich das schon aufgenommen habe, schaue ich natürlich immer bei den anderen auch ein bisschen rein, wie sie die da tun. Und wie ich da so mal dumm gesucht habe, habe ich da entdeckt, dass das eigentlich irgendein schwieriger Turm ist, der viele Probleme bereitet hat. Ich hab den eigentlich gar nicht so schwer empfunden gehabt. Ich hab da zwischendurch einmal einen Turm gehabt, der war für mich viel, viel schwieriger. Und, naja, egal. Das war der Turm, der in der Höhle unten gestartet hat, glaube ich. Der ist mir schwieriger, wo ich weiß, wie viel Anlaufe gebraucht habe, bis ich endlich oben war. Den letzten habe ich gar nicht so als schwierig empfunden. Oh ja. So. Jetzt sollte man es aber gleich haben, oder? Ein Reissack nehmen wir mit. Ja, wichtig. Sackel Reis brauchst du immer in Kürat, weil sonst bist du der Trottel. Was haben wir da Feines? Medikit, sprich eine Heilspritze. Gut, dann hau ich da einmal am Knopf, beziehungsweise aufs Castle drauf. Schon wieder sein Adler. Mein Gott, nein. Und dann machen wir eine bunte Rundreise. Was sehen wir denn Schönes da jetzt im Norden? Okay. Oh, Brücke. Eine Tempelruine, wo ein Bär drin umeinander kreut. Ein Sherpa-Lager. Ah, nicht schlecht. Was soll es gibt? Bagans Zorn macht sich auf Suche nach gegnerischen Konvois. Naja, dafür bin ich ein bisschen an der... Oh.
schlecht ausgerüstet mit Waffenpower. Das ist nämlich die Sachen, was ich mal als nächster mache, nachdem ich da jetzt den Turm freigeschalten habe. Wie man sieht, schicht man da jetzt schon eine. Da ist die nächste Mission. Aber wie spät ist denn jetzt? Ja, das geht, glaube ich, geht sich jetzt noch wunderbar aus. Und zwar muss ich da nach Hause. Ne? Haus der Gels, da haben wir einen Yogi auch noch, den habe ich nicht vorzumachen, den Yogi. Aber Haus der Gels, da schauen wir hin. Schnellreise. Weil da werde ich mich jetzt ein bisschen mit Waffen bestücken und schauen, was man mit den Häuseln alles machen kann, weil wir haben ja mal die Außenfassade. Das ist ja, glaube ich, nur ein optisches Highlight, was ich da gesetzt habe. Aber es gibt ja da noch mehrere Möglichkeiten und das möchte ich mir auch noch kurz anschauen. Weil wenn man sich gewisse Sachen kauft, dann stehen die einem da gratis zur Verfügung. Und dazu gehöre ich da jetzt zu meinem Verwalter. Der hat nämlich die stressigste Hocken in ganz Kürat. Der Typ, der knotzt den ganzen Tag nur da und dort, dass ich komme und irgendwas will von ihm. Ich bin nicht oft da, also schirbt er eine gemütliche Kugel. Nein, nicht heilen. Mein Gott, nein, das mit den Heilen. Habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, dass das manchmal ein bisschen nervig ist. Genau, jetzt geht es erst wieder. So. Also ein Wasserhahn, was kriegen wir da? Ein einfacher Außenwasserhahn für das Haus. Hier findest du auch Körperpanzer. Ne, das ist schon, das meine ich zum Beispiel. Das kostet 25.000 einmal und dann haben wir einen Körperpanzer. Ja, nehmen wir doch. Ja, schau. Ein Heferl gibt es auch wieder dafür. Ist ja nicht schlecht. Nehmen wir. Okay, der liegt jetzt da umeinander, der Körperpanzer. Gut, schauen wir, was wir noch Feines haben. Den Handelsposten habe ich schon, die Außenfassade. Das habe ich mir natürlich was genommen, was gar nichts bringt, außer dass das in neuen Glanz erstrahlt. Das ist zwar schön, aber kann gar nichts. Das, glaube ich, ist sowas Ähnliches. Ein neu gestrichener Innenraum, mit dem das Haus viel einladender wirkt. Ist mir eh wurscht, bin eh nicht daheim und mein Verwalter sitzt draußen, der sitzt eh nicht drinnen. Da, dieses Selbstbrauset ist nicht funktionstüchtig, aber du kannst dir immer ein paar Molotovs damit herstellen. Trinken solltest du eh lieber Shangri-Lager. Okay, also Molotov-Cocktails für 125.000 natürlich. Innenbeleuchtung. Mehrere Lampen werden eingebaut, um etwas Licht ins Haus zu bringen. Ist mir wurscht. Dekorationen für den heiligen Baum. Hier findest du auch kleine Mengen Geld. Eine Koppel. Ein geräumiges Tiergehege, komplett mit einheimischen Schweinen und ein paar Wurfmessern. Der Verwalter scheint keine Schweine zu mögen. Ja, ist sein Problem. Garten. Verschiedene Pflanzen wachsen in diesem Garten, geeignet für schnellen Nachschub von Blättern zur Spritzenherstellung. Ein Gyrokopter, ich glaube, das spricht sie von allein nicht, was da dabei ist. Und ein Schrein. Ein kleiner und geschmackvoller, gestalteter, persönlicher Schrein, geeignet für Momente persönlicher Reflexion. Hier findest du auch kleine Mengen Geld. Naja, gut. Also, ich denke, weil es, glaube ich, recht leiwand ist, ich nehme einen Garten. Ne? Der Garten ist doch was Schönes. Ich weiß, die ganzen Plärmpen, die verwende ich eh nicht, weil das Spritzenzeug ist eh nicht so meins, außer die Heilspritzer natürlich. Aber das Zeug kann man verkaufen und das bringt Kohle. Und deshalb nehme ich mir das jetzt da. Ich lege mir einen Garten an. Na mei, ist nicht schön, ha? Na lieb. Ja. Gut, so. Das heißt, das nutzen wir gleich einmal aus. Da werden wir gleich einmal ernten, ne? Da werden wir gleich einmal ernten, dass sich das auszahlt. Ja, da kann man der Drogenküche wieder leibende Sachen zusammenbanschen mit den Klumpert, aber habe ich gar nicht vor, außer die Heilspritzen natürlich, die grünen Blätter, ich hoffe, da sind grüne Blätter auch dabei, aber es schaut so aus. Na bitte, gelbes Blatt, das ist ein grünes Blatt, der komische Stauden, genau. So. Jetzt hätte ich sagen, na, ein rotes ist noch irgendwo da, sicher da, das habe ich übersehen. Braucht man große Sense, dann kennt man das schnell, viel schneller machen. Gut, und jetzt noch in die Waffenkammer. Ab in die Waffenkammer. Also zu unseren Kammer ist ja keine, ne? Das ist ja so ein Kastel da, so ein kleines Schrankerl.
Aber das reicht schon, würde ich sagen. So, dann gehen wir gleich einmal verkaufen. Vertrauen einmal das, was wir sowieso verkaufen können. Und dann das Money, ne? Und das bringt Kohle. Dann gehen wir alles auf 5 Stück runter. Da gibt es keinen Schnellverkauf für das. Darum muss ich das jetzt so machen. Außer natürlich die grünen Blätter, die lasse ich mir selbstverständlich, weil das sind die einzigen, die ich wirklich brauche. Gut. Bärenfell, 8-mal. Ich glaube, brauche ich auch nicht mehr. Königstigerfell brauche ich, glaube ich, noch. Bärenfell nicht. Tun wir jetzt auch 3-mal verkaufen. So. Munition nach. Bevor wir haben gesagt, kaufen, anpassen. Und was brauchen wir? Waffen. Ich möchte mich ein bisschen aufrüsten. Und dazu möchte man das Gewehr kaufen als neuen Sniperprügel, weil der Schaden nämlich von dem Gewehr höher ist. Der Schaden ist da höher und die Typen immer schon besser gepanzert sind, werde ich mir das natürlich zulegen. Genau. Es hat einfach mehr Durchschlagskraft. Und das werden wir statt diesen hier nehmen. Werden es aber natürlich auch wieder mit einem Schalldämpfer, wenn es es gibt. Jawohl, einen Schalldämpfer drauf bauen. Das ist immer wichtig. Ja, nehmen. So, dann schauen wir mal bei die Visiere. Ich habe da ein High-Power-Zielfernrohr. Ich glaube, das habe ich aufs andere draufgegeben. Und ich habe ein erweitertes Zielfernrohr. Das erweiterte Zielfernrohr ist teurer. Ich weiß nicht, ob teurer jetzt gleichzeitig auch besser bedeutet. Aber scheißegal, nehmen wir's. Und ja, mehr Magazin, mehr Schuss. Obwohl, das ist, glaube ich, eher eins, was man jedes Mal... Kein automatisches. Trotzdem. Farben. Weil wir es uns leisten können. Granit. Ja, ich weiß nicht. Jäger. Das schaut aber diesmal anders aus, das Jäger. Das ist so ein digitale Camouflage. Wie es so schön heißt, nicht? Was ist das? Ursprünglich. Nein, das ist kreativ. Ursprünglich. Gibt es beim Hofer auch, bei den Ursprungsbauern, nicht? Oder was? Na egal, was haben wir da? Jäger, ich bleibe meinem Motto treu, ich nehme einen Jäger, was soll's, auch wenn es egal ist, dass wir halt irgendwas haben. Gut, das war mal das Erste und dann habe ich jetzt gleich noch was gesehen, das kann man drehen auch. Ui, das kann man drehen auch, das sehe ich jetzt erst. Oh, kann man drehen. Gut, da gibt es, wo ist er? Bei den Waffen einen neuen Granatwerfer. Kann der? Dieser Granatwerfer mit zu 4 bietet enorme Sprengkraft, die zu Lasten der langen Ladezeit geht. Aber mächtig Power. Das klingt noch mächtig Power, der Prügel. Darum nehmen wir ihn auch gleich mit. Aufsätze gibt es da keine drauf. Nur Farbe. Also statt was nehmen wir den? Natürlich statt den Granatwerfer. Weil der ist mir auch schon ein bisschen... Aha, nur Seitenwaffen. Das heißt, den muss ich da runtergeben und dann muss ich mir das Bolzengeschichterl wieder auffüllen. Gut, passt, käme ich aus. Okay. Farben. Was haben wir da Feines? Aquamarinblau. Na, blaue Waffen gefallen mir nicht. Wüste, Verfolger, Granit, modern. Da gibt es gar keinen Jäger. Ja, dann wird drauf. Dann gehen wir gar. Wenn es keinen Jäger gibt, dann gibt es gar keine Farbe. Ja, so ist das. So, jetzt mal die Seitenwaffen wieder. Nein, da. Und er muss ich mir jetzt nach oben ausrüsten. Damit habe ich die getauscht. Das Maschinengewehr ist recht leiwand, das lasse ich mir. Und so ausgerüstet, würde ich sagen, bin ich jetzt wirklich gerüstet. Ah, da ist die Festung von der Yuma. Die sieht man jetzt auch schon. Hat man die zuerst auch schon gesehen? Keine Ahnung. War ganz Zorn, da könnte man das gleich mal alles ausprobieren, das neue Zeugs. Dazu kennt er die mit da her. Ich weiß nicht, ob. Nein, wurscht. Ich will auf alle Fälle da her zu der Mission. Und da denke ich einmal, dass ich am nähersten hier bin. Und da mache ich eine Schnellreise hin. Genau diese hier. Aber was dann genau dort passiert,
das gibt's erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.